Die Ausrufezeichen leuchten. Es ist Zeit für die dritte Folge in Tentlan. Es geht weiter in unserer Maya-Siedlung. Und wir beginnen natürlich wieder direkt, wie so oft. Wir holen die Produktionsgüter ab. Das heißt, den Mais, den Kakao und natürlich dann noch das Kalk und das Obsidian hier oben am Berghang. So, und dann schauen wir direkt weiter. Der Mondtempel ist jetzt fertiggestellt, das heißt, hier können wir die Rituale durchführen: den Windtanz, den Lebenstanz, den Sonnentanz und auch den Regentanz. Und es kostet tatsächlich 10 Bevölkerung, das heißt tatsächlich nicht, wie ich letztes Mal gesagt habe, für Premium-Währung, sondern zumindest hier der Tanz hier nur für Bevölkerung. Das heißt, muss ich mich korrigieren, weil ich habe da in der letzten Folge behauptet, dass der Mondtempel auch noch ein Teil ist. Wo das Spiel quasi Geld generieren möchte. Wir können dann hier die Belohnung abholen und hier leuchten die Ausrufezeichen. Das ist sehr schön. Das heißt, der gute Herr wird uns sagen, dass wir wieder ohne Produktion starten dürfen. Bruder, ich glaube, die ersten Rohstofflieferungen sind fertig und wir können sie abholen. Lass uns das machen und schon die nächste Bestellung einstellen. Diesmal aber für eine Stunde. Möglicherweise fragst du dich, warum wir die Bestellung für unterschiedliche Zeiten einstellen. Aus einem Grund, den ich leider nicht kenne, arbeiten unsere Leute umso besser, je kürzer die Bestellungszeit ist. Das heißt, man sollte möglichst, womöglich, öfter Bestellungen über kürzere Zeitschnitte einstellen, damit man mehr Rohstoffe am Ende bekommt. Das hat natürlich einen Nachteil, dass man immer dranbleiben muss, um regelmäßig neue Bestellungen einstellen zu können. Da werden wir sicherlich auch auf die Bestellungen über längere Zeitschnitte zurückgreifen müssen. Logischer Schritt natürlich, das Spiel möchte, dass wir möglichst oft in das Spiel reingehen und die Sachen abholen. Das heißt, wir holen die ganzen Sachen ab. Ist aber so, da ich jetzt danach Nachschluss auch noch eine Folge aufnehmen werde, werden wir trotzdem die. Okay. Können wir nicht machen, das heißt, wir starten die jetzt eine Stunde. Ich wollte sagen, da ich im Nachhinein noch eine dritte Folge aufnehmen will, also die Folge 4 dann schon, mache ich nur 10 Minuten, aber das Tutorial verbietet mir das. Dann starte ich halt die eine Stunde. Und hier auch noch abholen. Ich meine, wir haben jetzt 5000 Mais. Haben aktuell einen Verbrauch von 399 pro Stunde, das heißt, es ist an sich schon knapp, aber es reicht es auch ein bisschen. Hier beim Chat leuchtet eins. Hi. Cool. Hans 1 sagt Hi. Ich schreibe zurück. Hi. Mal ein bisschen interagieren hier auf dem Server. Okay, ich brauche mindestens 800 Punkte. Schade. Dann machen wir weiter im Tutorial. Wir holen hier die Belohnung ab. Und holen auch hier die Belohnung ab. Und die guten Herren und Damen melden sich schon wieder. Wir machen bei ihr weiter. Itzel, hast du schon gemerkt, wie schnell sich die Maisreserven verbrauchen? Das passiert, weil unsere Bevölkerung nicht herumsitzt, sondern richtig arbeitet. Was sehr gut ist, sonst würde unsere Stadt nicht wachsen können. Wie du es dir vorstellen kannst, arbeitet die Bevölkerung viel schneller, wenn der Magen voll ist. Ohne den Mais würde sie nur eine minimale Leistung erbringen oder die Stadt gar verlassen. Sollte unser Mais komplett ausgehen, würden auch unsere Truppen an Resistenz verlieren. Dies hätte zur Folge, dass sie die Stadt nicht mehr verteidigen können. Hoffen wir nur, dass es dazu erstmal gar nicht kommt. Daher sollten wir die Maisfarm noch etwas ausbauen, damit unsere Bevölkerung und Truppen immer ausreichend Mais haben. Lass uns das jetzt machen. Zum Thema Truppenbau, direkt eine Anmerkung, die mir letztens aufgefallen ist. Hier ist noch der Anfängerschutz aktiv. Das heißt, solange der Anfängerschutz aktiv ist, können uns keine anderen Spieler angreifen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, welche Stufe wir ausbauen sollen. Wir machen direkt Stufe 5. Ich glaube, das war sogar die Aufgabe. Stufe 6, okay. Natürlich gut. Das Ritual ist immer noch aktiv. Dann können wir direkt 3 in die Warteschlange packen. Und mal schauen, was er zu sagen hat. Ah, Keen. Ah, Junge, Ahaho. Es ist nun ist es an der Zeit, praktische Dinge zu erlernen. Letztendlich können wir nicht dauerhaft wachsen, wenn wir die Kunst des Krieges nicht erforschen. Ich habe bereits erwähnt, dass ich Autor diverser wissenschaftlicher Traktaten bin. Was ich noch nicht erwähnt habe und was euch überraschen mag, dass ich unter anderem auch Werke über die Imperial- und Kriegsgelegenheiten verfasst habe. Mein Traktat Strategie des Imperators, Qual der Wahl ist ein Werk, das ich euch wärmstens empfehlen würde. Ich habe nicht die Zeit, es mit euch im Detail durchzugehen. Ihr solltet aber wissen, dass jeder gute Imperator ein guter Diplomat sein sollte. Wir sollen jetzt mit der Erforschung der Diplomatie beginnen. Sonst fürchte ich, junger Aharu, dass ihr die wichtigsten imperialen Entscheidungen an euren Untergebenen abgeben würdet. Und es darf unter keinen Umständen passieren. Das heißt, wir erforschen Diplomatie Stufe 1. Falsch, wir müssen natürlich hier ins Observatorium und wir bauen Diplomatie oder erforschen Diplomatie Stufe 1. Ereignis in Maisfarm läuft, Diplomatie läuft,
So nach und nach werden jetzt natürlich die Wartezeiten länger. Trotz Seeing, den wir aktiv haben, aber wer vielleicht das andere Projekt von Anukis auch schon verfolgt hat, weiß er. So ist es nun mal. Wir können die Zeit nutzen, einmal kurz auf die Weltkarte blicken. Wo ist denn unser schönes Dorf? Hier sind wir. Barbaren, Stufe 3. Das heißt, hier sind es nicht die Normalen, hier sind es nicht die Barbaren. Hier schreibt schon wieder jemand Moin. Kann leider nicht schreiben, Leulis. Wie viele Punkte habe ich denn? 500 Punkte. Auch Barbarendorf. Alles Barbarendörfer hier um mich herum. An sich nicht schlecht. Hier unten ist noch einer. Stadt von Martin FW112KL. Er ist auf Platz 365. Seit mir ist sogar besser als er. Nicht schlecht. Dann gehen wir zurück zur Stadt. Blick in die Warteschlange. Diplomatie ist fertig. Das heißt, wir können es schließen und die Belohnung hier von ihm abholen. Und er meldet sich nicht. Das heißt, wir müssen warten, bis das Maisfeld fertig ist in 20 Sekunden. So, dann können wir nochmal in den Chat reinschreiben. Hallo zusammen, moin. Jo. Es sind tatsächlich ein paar Spieler aktiv. Dann können wir noch einmal in den Shop schauen, was es denn hier alles so zu kaufen gibt. Skopane-Kodex. Mit der Entzifferung des Skopane-Kodex wird eine Bevölkerung, eine Stadt an einen zufälligen Ort auf der Weltkarte verlegt, okay. Wo immer der Vorteil davon sein soll, aber sie werden sich ja schon was dabei denken. Türkis. Können wir tatsächlich auch schon holen. Wahrscheinlich ähnliche Preise wie bei Anokos, aber jetzt 180 Kritik für Türkise kosten 1,79. Gut. Ob sich das dann lohnt im Endeffekt. Aber wir können hier weitermachen. Das Maisfeld ist ausgebaut und können uns hier die Belohnung abholen. Und plötzlich melden sich alle drei wieder. Dann machen wir weiter mit IK. Es lebe der Jaguar Balam, Gott des Krieges. Es ist die Stunde geschlagen, mit der Rekrutierung unserer Truppen und der Planung unseres ersten Sieges zu beginnen. Aber dafür sollten wir erstmal den Jaguar-Tempel bauen. Von dort aus werden wir die Einheiten rekrutieren und die Truppen verwalten. An die Arbeit. Dann bauen wir den Jaguar-Tempel natürlich. Auf Stufe 1, den Jaguar-Tempel. Und schauen, was die anderen zwei noch zu sagen haben. Ich habe den Eindruck, dass wir bisher immer noch nicht alles getan haben, um die Erforschung neuer Wissenszweige optimal zu gestalten. Ich glaube, die Forschungsarbeiten könnten doch schneller gehen. Habt ihr denn nicht auch dieses Gefühl? Nun, wir könnten viel schneller forschen, wenn wir das Observatorium verbessern. Vergesst nicht, das Observatorium ist die Quelle der Weisheit und der Schlüssel zu unseren künftigen Errungenschaften. Ich schlage vor, dass wir das Observatorium noch weiter ausbauen, um mehr Geschwindigkeit bei unseren Forschungen zu gewinnen. Dann machen wir das noch natürlich. Observatorium auf Stufe 5 ausbauen. Das ist aktuell Stufe 1. Oh, das ist der Mund, ne? Das war ein Rumtempel. Observatorium ist natürlich hier Stufe 4 und Stufe 5. Na gut. Wird der Mondtempel dann auch noch ausgebaut? Was bringt uns das? Plus Geschwindigkeit bei dem Seeing oder was immer, hier, bei den Tänzen, die wir hier durchführen können. Ja, gut. Dann bauen wir den Mondtempel halt auch aus. Was halt. Dann können wir derzeit schauen, was sie zu sagen hat. Damit wir unsere Stadt weiterentwickeln können, werden wir mehr Rohstoffe brauchen. Momentan haben wir noch genügend Reserven, aber glaub mir, sie werden viel schneller zu Ende gehen, als wir gerne hätten. Es liegt auf der Hand, dass, wenn wir nicht ausreichend Rohstoffe haben, werden wir weder weitere Gebäude bauen können, noch Forschung durchführen oder Einheiten rekrutieren. Du hast aber sicherlich schon erraten, dass wir die Gebäude verbessern sollen, um mehr zu produzieren. Je höher die Stufe eines Gebäudes, zum Beispiel der Kalkgrube, umso mehr Kalkstein wird produziert. Andere Ressourcengebäude funktionieren nach dem selben Prinzip. Je höher die Stufe des Gebäudes, umso höher die Produktionsmenge. Das heißt, wir dürfen alles auf Stufe 5 ausbauen. Und jetzt wird wahrscheinlich gleich die Warteschlange voll sein. Genau, jetzt ist sie voll. Aber ist kein Problem. Der Jaguar-Tempel ist fertig, das heißt, wir können hier weiter abholen. Und wir haben jetzt natürlich vier aktuelle Sachen in der Warteschlange. Das heißt, trotzdem ist unsere Warteschlange jetzt voll. Wie ihr seht, kommt die Meldung, Warteschlange ist voll, möchtest du Gebäude für 10 von dieser Bonuswährung hinzufügen? Machen wir natürlich nicht. Das heißt, es ist wieder einer dieser Zeitpunkte gekommen, wo man einfach warten muss in dem Spiel. Gehört einfach dazu, würde ich sagen. Hätten wir den Mondtempel ausgebaut, das 8 Minuten dauert, würde sich das Ganze natürlich nicht verzögern, aber ich würde sagen, auch wenn es wahrscheinlich jetzt eine kürzere Folge war, das war's von Folge 3. Wir sehen uns, wenn der Mondpalast fertig ist. Und wenn wir hier oben weiter ausbauen können, dann werden wir in dem Tutorial hier Fortschritt machen können. Und bis dahin, bleibt am Ball und viel Spaß. Bis hoffentlich zur nächsten Folge, wenn es weitergeht in Tendland. Bis dahin, ciao.